Kinders, ich sitze hier immer noch und bin so ein bisschen sprachlos über das, was im letzten Part passiert ist. Wenn ihr euch erinnert, zweites Major League Spiel und ja, es sah tatsächlich so aus, dass wir einen Home Run geschlagen haben. Ich bin sprachlos und wir sehen's nächstes Spiel. Wir werden mal wieder als Substitute eingesetzt, wie momentan immer, denn wir sind ja momentan nur auf der MLB-Bank. Wir sind ja kein fester Teil, kein fester Bestandteil der Startaufstellung. Das heißt, wir müssen momentan wirklich auf diese Chancen warten, die uns hier gegeben werden, dass wir eingewechselt werden und versuchen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ich hoffe, das klappt natürlich so gut wie im letzten Spiel. Hoffen wir mal das Beste. Es ist ein schöner Tag. Es ist aber schwer, den Ball hier zu sehen. Kinders, das ist ein Home Run. Ich gehe nach Hause. Ich bin raus hier. Ich bin weg hier. Oh, war kein Home Run. Verdammt. What the fuck? Ich habe den Controller schon aus der Hand gelegt. Wieso war das kein Home Run? Sekunde. Na komm. What the F, sag ich nur. War das der hier? Davor. Nicht. Na gut, dann soll's so sein. Na komm. Oh, warum schlage ich denn danach? Vom vermeintlichen Home Run zum Strikeout, so kann es gehen. Ja, da sehen wir es, das Spiel ist noch nicht vorbei. Es geht natürlich in die Verlängerung, aber ich denke nicht, dass wir das spielen werden. Nee. Ja, unser erster Major League Strikeout. Aber jetzt wollte ich noch mal ganz kurz schauen. Ich hätte schwören können. So, das Druck da drin. Doof, wieso sind die anderen? Phillies. Vinces. Nee, ist nur Struckout drin, dummerweise. Ich dachte wirklich... Ich hätte wirklich schwören können, dass der... Das sah auch wirklich so aus, als ob das ein Home Run wäre. Also ich hatte den Controller wirklich schon aus der Hand gelegt. Ein bisschen zu früh gefreut vorhin. Na gut, das muss wohl manchmal auch sein. Naja, aber wir sehen es, solange wir als Substitute eingesetzt werden, ist es natürlich echt was anderes, denn ich sehe jetzt gerade, wir sind jetzt knapp 3,5 Minuten im Video und naja, das ist schon was anderes als wie vorher, wo wir jedes, also wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollten nur jede Serie spielen, beziehungsweise nicht jede Serie spielen, sondern den Anfang einer Serie, aber wir sehen es ja jetzt gerade. Wir sind momentan, dadurch, dass wir auf der Bench sind, immer nur als Substitute. Für ein, zwei Spielzüge vielleicht. Das heißt, ich denke, in nächster Zeit werden wir da erstmal alles spielen, was uns geboten wird. Vielleicht werden wir natürlich auch ein bisschen springen, wenn es dann auf die Rückserrunden geht. Aber ich habe sonst keine Möglichkeit, hier irgendwie Spielzeit reinzukriegen. Und ich glaube, wir müssen jede Möglichkeit momentan nutzen, um zu zeigen, was wir können. Oh, okay, wir werden als Runner eingesetzt. Versuchen, eine Base zu stehlen. Ist es das wert? Der war so deutlich im Auf. Da habe ich den Controller noch nicht weggeworfen. Schade. Oh, und schaut mal an, wir sind nicht mehr Shortstop.
the fuck? Wir werden hier komplett anders eingesetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich den Ball fange. Muss ich einfach dahin? Kinder, ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Okay, das ist ein bisschen anders, als ich es im Kopf hatte. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich einen Ball aus der Luft fange in so einem Moment. Scheiß die Wand an. Okay, wir sind hier. Sekunde. Dann müssen wir mal ganz kurz in die Tastenüberlegung gehen, denn... Play Option. Aktion. Was kann ich hier gar nicht an? Station. Das ist natürlich sehr merkwürdig. Kann ich bei Gameplay Options auch kein. Das weiß ich. Oh, ich glaube, meine Kamera, mein Ton bricht manchmal ab. Kann das sein? Das ist eine gute Frage, die ich euch stelle. Das muss ich mir nach dem Video mal anschauen. Oh ja, ich höre es auf meinen Kopfhörern, glaube ich. Also falls im Video das Ende manchmal abgehackt ist, ich glaube, ich... Ach, da auch Controls. Pitch History, Better Call. Oh ja, ich höre es, dass aus irgendeinem Grund das Ende meiner Videos abhackt. Das Ende meiner Sprache. Da muss ich mir natürlich mal anschauen nach dem Video. Das kann ich jetzt im Video leider nicht fixen. Also ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Vielleicht sollte ich einfach weiterreden. Pitching brauchen wir auch nicht. Fielding Moves, genau hier. Jetzt muss ich natürlich auch umdenken. Erste Base ist jetzt Kreis. Zweite da. Jump, R1. Okay. Ja, versuchen wir mal unser Bestes. Na komm, gib mir mal einen schönen. Was ist denn hier los, liebe Leute? Warum bin ich nicht mehr Shortstop? Das war mal gar nichts. Uiuiuiuiui. Das war ja mal peinlich auf einem ganz hohen Niveau, würde ich fast sagen. Nun gut, liebe Freunde. Ich bin. Gott. Das war wirklich. Es gibt so Momente, die sind glorreich, und es gibt Momente, die sind genau wie. So, und jetzt nehmt es mir nicht übel, wir sind erst bei knapp 9 Minuten, aber vielleicht liegt es an meinen Kopfhörern oder es liegt tatsächlich daran, dass irgendwas hier gerade mit meiner Aufnahmetechnik nicht stimmt. Ich hoffe, das war nicht schon in den letzten zwei Teilen so, weil ich ein bisschen was an meinem Setup geändert habe. Wir sind erst bei 9 Minuten, das ist ein sehr kurzer Teil heute, aber es bringt ja nichts, wenn ich mich hier auf den Kopfhörern die ganze Zeit abbrechen höre und ihr es vielleicht am Ende auf dem Video habt. Vielleicht ist das komplett irrelevant, was ich hier gerade sage, und es ist gar nicht so. Bei euch rede ich bis am Ende durch, aber die Möglichkeit ist einfach da, und ich will das, dann breche ich lieber jetzt ab, und es gibt ja eh wahrscheinlich morgen einen neuen Teil, wie fast immer, und ja, dann sage ich hoffentlich mit besseren mit besserer Fielding-Leistung im nächsten Part und funktionierender Technik zurück.